Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit und emotionale Freiheit. Ich bin der Ferdinand, schön, dass du wieder einschaltest. Und in dieser Folge möchte ich mit dir drei Schritte teilen, wie du deine Berufung finden kannst. Und ganz am Anfang einer jeglichen beruflichen Neuorientierungsphase ist das Wichtigste überhaupt, Klarheit zu bekommen. Klarheit für die Dinge, die du eigentlich wirklich möchtest, weil jeder andere Schritt, der macht dann keinen weiteren Sinn. Und nicht nur Klarheit über die Dinge, die du nicht möchtest, ich meine, das wird dir relativ klar sein, du möchtest nicht mehr in deinem alten Arbeitsverhältnis sein, sondern für die Dinge auch, die du wirklich möchtest. Aber das kannst du auch ruhig als Tool nutzen. Also schau dir einfach mal, was stört dich da eigentlich genau an deinem alten Arbeitsverhältnis. Und ein sehr, sehr einfaches, aber wirkungsvolles Mittel ist, das dir einfach mal aufzuschreiben. Was stört dich da genau? Ist es vielleicht, dass du dich an feste Arbeitszeiten halten musst? Ist es, dass deine Kollegen eine miese Laune verbreiten? Ist es, dass du den im Sinn hinter den Ganzen einfach nicht sehen kannst? Das einfach mal aufschreiben, oder vielleicht musst du dich jetzt hier an irgendwelche Restriktionen halten, die du eigentlich nicht tun möchtest. Und dann davon einfach mal genau das Gegenteil nehmen. Das wird dann wahrscheinlich auch das sein, was du möchtest. Aber konzentriere dich nicht so sehr auf das, was du nicht möchtest, sondern eher auf das, was du willst. Weil da sind die meisten Menschen auch schon überfordert. Die wissen irgendwie, Bezahlung ist nicht gut, Job macht keinen Spaß, zieht mir Energie, was weiß ich. Die wissen, was sie nicht wollen, aber wie oft beschäftigen wir uns schon mal mit Dingen, die wir wollen? Ganz, ganz wichtig, schaff dir erstmal da Klarheit. Und keine Angst, das muss jetzt noch gar nichts Genaueres sein. Da reichen dir auch einfach nur ein paar Stichworte, einfach um ein bisschen mehr ein Gespür zu bekommen. Was sind eigentlich deine Werte? Was sind die Dinge, die du dir erstmal von deiner Berufung wünschst? Schritt Nummer 2. Erschaffe dir da deine eigene Vision. Hier geht es darum, da wirklich da ein bisschen konkreter zu werden. Wie soll dein beruflicher Alltag wirklich aussehen? Was würde dich so wirklich anmachen? Also ein sicheres Einkommen und hier 5 Tage die Woche Angestelltenverhältnis. Sind das wirklich Sachen, die dich wirklich begeistern, die dich wirklich dann vor Freude morgens aus dem Bett hüpfen lassen? Also nichts gegen ein Angestelltenverhältnis. Es gibt da wirklich, wirklich tolle. Es ist mir auch ganz wichtig, bei meiner Arbeit jetzt nicht irgendwie die Selbstständigkeit auf den Heiligen, irgendwie zum Heiligen Gral zu machen. Sowas, das überhaupt gar nicht. Aber die meisten Angestelltenverhältnisse, die machen da eben keinen Spaß. Und die wirklich gut sind, wo du dich auch dann wirklich da austoben kannst, das sind meistens die, da musst du dir vorher auch eigenständig oder auch dann selbstständig da auch schon mal Gedanken gemacht haben, was du denn da auch dann wirklich willst. Also es werden wohl wenig die sein, die dir irgendwie in der Zeitung oder auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden oder auf den Arbeitsamt, meine ich. Sondern das sind dann wirklich dann die paar Firmen, die du dann auch dann eben suchen musst und wo du auch dann erstmal ganz genaue Klarheit brauchst, was tut mir eigentlich gut, wo will ich dann eigentlich dahin? So viel dazu. So, jetzt bin ich etwas vom Thema abgewichen. Gestalte dir deine Vision. Überleg dir einfach mal, wie soll dein Arbeitsalltag dann genau aussehen? Was willst du da machen? Willst du eher dann ortsungebunden sein oder möchtest du eher ein bisschen mehr Struktur haben? Möchtest du eher flexibel sein? Möchtest du in einem Team zusammenarbeiten? Möchtest du alleine sein? Möchtest du mit Menschen zusammen sein? Oder bist du eher so der introvertierte Typ? Möchtest du vielleicht etwas Kreatives machen, etwas Künstlerisches? Und wo soll das Ganze sein? Wie würde für dich da diese Umgebung aussehen? Und nochmal, da ist es auch gar nicht jetzt so wichtig, dass jetzt das irgendwie einen Realitätsanspruch hat. Hier leite ich wirklich ein, dream big and then dream even bigger. Also erlaubt dir da auch mal ein bisschen zu spinnen.
Denn das Schöne bei einer Vision ist, die hat keinen Realitätsanspruch. Eine Vision, die musst du nicht erreichen. Ein Ziel ist was anderes. Ein Ziel, das ist immer messbar, das ist immer konkret, eine Vision aber nicht. Und Mission oder Vision habe ich jetzt gesagt? Ja, Vision, ja. Und deswegen nutzt das gerne, nutzt das, ja. Es ist dein Gehirn egal, ob du jetzt sagst, okay, du möchtest gerne 10.000 oder 100.000 oder 1 Million im Jahr verdienen. Unser Gehirn ist wirklich grenzenlos und es denkt auch grenzenlos. Und kreier dir dort eine Vision, die wirklich sexy ist, weil eine Vision, die durchschnittlich ist und die normal ist und die auch realistisch ist von den Dingen, die du als realistisch empfindest, das macht keinen Sinn. Weil, sind wir mal ehrlich, wie realistisch ist es hier in unserer Arbeitswelt, dass du eine Berufung lebst, wo du sagst jeden Morgen so, ich freue mich darauf, was kommt, das bringt mich weiter und es macht mir einfach Spaß. Das ist für die meisten total unrealistisch. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Warum? Weil das bei ihren Eltern auch nicht anders war und bei ihren Kollegen sowieso nicht. Das ist eben so ein nötiges Übel. Man geht da halt hin, man schafft das irgendwie, dass man da über die Woche drüber kommt, durch die Woche durchkommt, meine ich, und ist dann froh, wenn man wieder freitags nach Hause gehen kann. Aber ist das wirklich ein erstrebenswertes Leben? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Lucy findet das auch so. Ansonsten hättest du ja dieses Video noch nicht bis hierhin angeschaut. Schritt Nummer 3. Gestalte dein Umfeld dementsprechend. Jetzt hast du schon Klarheit gefunden und eine Vision und jetzt kannst du mal schauen, mit was du dich da eigentlich die ganze Zeit fütterst. Entspricht das, was du da konsumierst, und mit konsumieren meine ich alles, was durch die Augen und Ohren hinkommt, die ganzen Podcasts, die du hörst, die ganzen Serien, die ganzen YouTube-Videos, die du anschaust, die ganzen Gespräche, die du auch da wirklich führst. Ist das wirklich stimmig mit deiner beruflichen Vision? Ja oder nein? Und da wirst du sehr schnell auf den Trichter kommen, dass das ja, die meisten Menschen, vor allem wenn du jetzt gerade noch in einem Arbeitsumfeld bist, was eher normal ist, also sprich ziemlich toxisch, dass die darauf eben nicht so einen großen Wert legen. Beziehungsweise, das habe ich ja vorher schon erklärt, dass es bei denen eben normal ist, dass sie eben nicht gut gelaunt zur Arbeit gehen. Und das hat Auswirkungen auf dich, ob du willst oder nicht. Und da kommt immer dieser berühmte Spruch, ja, du bist der Durchschnitt von deinen 5 Menschen, mit denen du dich eben umgibst und du brauchst da keine großartige Mathematik zu können. Um zu merken, ja scheiße, wenn ich mich jetzt mit meinen Arbeitskollegen da die meiste Zeit verbringe, ist das wirklich etwas, wo du hin möchtest? Ist das etwas wirklich, was mit deiner beruflichen Vision stimmt und dir dann auch dann hilft? Wenn nicht, dann ändere das. Du musst dazu jetzt nicht gleich deinen Job kündigen. Oder was auch immer. Es reicht, wenn du jetzt erstmal schaust langsam, wie kann ich mehr und mehr mich mit Dingen beschäftigen, die meiner beruflichen Vision entsprechen. Und wenn du jetzt auch noch nicht so ein Umfeld hast, was dich da irgendwie so supportet oder irgendwie sagt, ja, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Die Person, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das zählt auch Autoren, also die Bücher, die du auch da eben liest oder die Podcasts, die du dann eben da gezielt konsumierst, das zählt dann auch dazu. Und schaue, dass du dann immer mehr dich mit solchen Leuten umgibst und mit solchen Informationen fütterst, die auch deiner eigenen beruflichen Vision entsprechen. So, nochmal zusammengefasst. Erster Schritt, Klarheit, weil ohne Klarheit kommst du nicht weiter. Dann, zweiter Schritt, fülle das Ganze mit Farbe, erschaffe dir da eine berufliche Vision, die wirklich sexy ist, die dich wirklich vor Freude, ja, wo du wirklich Schmetterlinge im Bauch bekommst. Dann, Schritt Nummer 3, gestalte dein Umfeld danach dementsprechend. Jetzt hast du schon ein bisschen Klarheit gefunden und wenn du jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich damit bist, dann musst du wirklich nur ehrlich sein, dann wissen wir eigentlich genau, hey, hilft mir das eigentlich weiter oder eben nicht? Und dann, ja,
passt das Ganze eben langsam an. Das ist ein Prozess. Das heißt, du musst jetzt nicht dein altes Arbeitsverhältnis oder deinen alten Job oder was auch immer du da hast, jetzt da eben kündigen und jetzt sofort wieder Raum für Neues machen. Gib dir da Zeit, lass den Ganzen ein Prozess sein. Aber wisse auch, etwas Neues kann nur zu dir kommen, wenn du auch bereit bist, das Alte loszulassen. Und das kannst du tun, indem du dich schon mehr Stück für Stück mit den Neuen eben beschäftigst und den Alten dann immer weniger Energie gibst. Also gib dir nur vielleicht noch so viel Energie wie möglich, schau, dass du vielleicht deine Stunden reduzieren kannst und dann kriegst du auch dann immer mehr Ressourcen, um dich mit dem zu beschäftigen, was du eigentlich dann wirklich möchtest. Und so entwickelt sich dann langsam Stück für Stück für dich eine Berufung, die deinem Sein immer mehr entspricht. Und wenn du da jetzt noch tiefer eintauchen möchtest, wenn du sagst, ich weiß, das war jetzt gerade nur ein bisschen umrissen, da gibt es hier auf dem YouTube-Kanal oder auf dem Podcast auch noch jede Menge Tools von mir. Und bald wird es wieder die dreitägige Berufungs-Challenge geben. Wenn du jetzt wirklich Klarheit für deine Berufung bekommen willst oder einen Deep Dive machen willst und wirklich sagen kannst, okay, ich möchte es hier wirklich Nägel mit Köpfen machen, dann lade ich dich da sehr dazu ein. Die ist absolut kostenlos und findet in einer separaten Facebook-Gruppe statt. Also den Link werde ich dir nochmal in den Shownotes da verlinken. Nicht in meiner alten Facebook-Gruppe. Diesmal gibt es eine separate Facebook-Gruppe, wo wir dann einen Deep Dive machen werden. Das wird bei den letzten Februarwochenende sein. Das ist, glaube ich, der 25. oder so. Und da werde ich dann, also für den Freitag, Samstag und Sonntag, alle Infos findest du unten in den Shownotes, mit dir dann zusammen und allen, die da teilnehmen. Ja, ein Intensiv-Workshop machen, 3 Tage lang, wo du mir alle Fragen stellen kannst, wo ich auch nochmal auf diese 3 Schritte und noch 2 andere nochmal eingehen werde. Es wird dann mit mir eine Meditation geben und ihr könnt mich dann am Schluss alles fragen. Vorab in der Facebook-Gruppe wird es da auch schon noch etwas geben von mir. Da werde ich euch auch ein paar Aufgaben geben, dass du da wirklich Klarheit für dich be bekommst, weil der Anspruch da, warum ich das mache, ist, dass du in dieser dreitägigen kostenlosen Challenge dann alles hast, um dann gleich wirklich loszulegen. Hier in diesem neuen Jahr, damit du sagen kannst wirklich, okay, ich mache jetzt gleich wirklich hier Nägel mit Köpfen, damit du Klarheit für deine Traumberufung findest. Ja, wenn du mitmachen möchtest, würde mich sehr freuen. Melde dich an. Wie gesagt, den Link findest du da in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du das nächste Mal hier wieder dabei bist. Hier beim Business Hippie Podcast. Let the Magic Happen. Dein Ferdinand.